Mir kann keiner was. Na, ich wollen wir mal gehen. Ich muss sagen, was fährst du eigentlich für eine Karre? Ich glaube, ein Audi 8, ne? Ja, tschüss. Null. Der Wille, nicht nur das. Kilometer weit hört er, haut er ab hier. Boah, was ist das denn für eine Kreuz- und Quer-Canyon-Strecke? Aber naja, eigentlich ist Canyon wirklich tatsächlich so. Also wenn du jetzt irgendwo Richtung Berge oder so fährst, da geht es ja wirklich dann so hoch und runter. Selbst in Deutschland. Warst du schon? Nee. Los, Nost durch. Aber es geht nicht. Kein Nost da. Oh, oh, oh. Auf das, wo was wird, ey. Also gut, Punkte haben wir gerade irgendwie nicht, weil ich ziemlich weit weg die ganze Zeit bin. Da würde ich ja die ganze Zeit Probleme bekommen mit meinem Gehör, ey. Also den Druckausgleich, Druckausgleich, Druckausgleich. Die ganze Zeit muss ich Druckausgleich machen. Können wir nicht gemütlich durch die Stadt fahren? Na, guck mal, ich komme ganz bisschen näher ran. Ganz bisschen. Ich überhole dich. Denk mal an, 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 denk mal an. Nein! War das knapp, ey. Fast kurz zum Tode. Ja, jetzt kriegst du ordentlich Punkte. Ordentlich Punkte. Lol. Lol. Fast verkackt. Fast komplett verkackt, ey. Joa. Grauenhaft! Grauenhaft. Ob ich das so gewinne, ich glaube nicht, ey. Naja, versuch mal klug, ne? Hallo, nicht, dass ich neu starten muss und dann kackt das Spiel ab. Hallo, dann müsst ihr alles wieder von vorne fahren. Hallo, das will ich doch nicht. Hallo. Vielleicht wäre das auch alles leichter, wenn ich das mit dem Controller spielen würde. Vielleicht. Ja. Gott, ich war echt grausam, ey. Oh, ich glaube, wenn man mir zuguckt, dann denkt man, oh Gott, wärst du grausam. Viel bremst, viel zu doll und fährst in die Scheiß. Ecke rein. Ja, tatsächlich ist auch ein bisschen weiter hinten. Doch. Stumpf ist, ich halte die ganze Zeit meine eine Hand auf die Nost-Taste, obwohl es hier gar kein Nost gibt. Du musst draufbleiben, für Sicherheit. Falls Nost irgendwie aus dem Hinterhalt kommt. Was mache ich denn hier, Digga? Nein, nein, dann hau ab. Nachher rammst du wieder. Gib 5000 Punkte, hallo? 50% und ich habe noch 42.000. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Scheiße, gerade wenn ich so fahre, ey. Mann. Wieder letzte Lump hier. Schneller, Corre. 28.000. Oh. Habe ich schon mal gesagt? Ich glaube, ich verkacke sowas in HD. Naja, es hat mich extremst viel Punkte gekostet, ganz am Ende. Dass ich die eine Kurve so kacke mitgenommen habe. Ich glaube, die war das, ne? Ja, ja, das war die Kurve. Ja, guck mal, Wahnsinn. Verloren, 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 ja. Du wurdest Zweiter. Ja, was anderes kannst du ja auch nicht werden, also. Nach einer Platzierung kriegen. Gut, hätte ich also die Kurve nicht so hart verkackt. Ich glaube, dann hätte ich es eventuell geschafft. Aber nur eventuell. Kommen wir jetzt wieder Kilometer weit weg. Ja, 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 das hast du vorhin auch gesagt. Aber die wollen es ja spannend machen. Nee, muss ja spannend bleiben. Das wäre langweilig, wenn ich ihn einfach jetzt überholen würde. Muss aber auch einfach so oft neu starten, bis er irgendwann mal so kacke fährt und du ihn einfach überholen kannst. Die anderen Kurven sind jetzt nicht so gefährlich.
Wie die eine Kurve kurz vorm Ende. Punkte habe ich vorhin gehabt. Ja, hätte mich mal merken sollen. Einfach überholen, einfach überholen, einfach überholen. Siehst du, einfach überholen, einfach überholen. Lol, 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 lol. Oh, boah. So wird überholt. Ja, Wichser. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen besser gewesen als vorhin. Trotzdem, jetzt legt er auch wieder ordentlich Geschwindigkeit. Na, oh, guck mal, sogar fast direkt gewonnen. So, und jetzt nicht ganz so hart verkacken. Bitte? Ah, scheiße. Ich bin ein Idiot. Ich habe auf Neustart gedrückt. Oh Mann, bin ich dumm. Ah. Ach, halt doch die Fresse, Mann. Das war gar nicht schlecht. Fuck it. Und ich drücke auf scheiß Neustarten. Am meisten Neustarten ist einzig. Ich drücke auf fucking Neustarten, ey. Ich Idiot, ey. Mann, ey. Ah. Das ist dumm, ey. Bin ich dumm, ey. Dumm. Wo ist das, wenn man unter Adrenalin ist hier? Obwohl das ja gar nicht so adrenalinmäßig ist. Das ist ja nur ein Gackrennen hier. Muss ich zwar zweimal fahren, aber irgendwie... Irgendwie wird das schon. Irgendwann gewinne ich hier schon. Ah, super. 100 Meter. 100 Meter. Ja, fick dich, ey. Ich krieg dich mit deiner scheiß Audi-Möhre. Wo habe ich dich denn eben eingeholt? Ja, auch irgendwo kurz vorm Ende, ne? Ich glaube hier tatsächlich. Na, weil er hier so ein bisschen bremsen muss und ich hier durchfahren kann. Na, natürlich. Natürlich läuft es jetzt nicht so gut wie die letzte Runde. Ich kann kotzen, ey. Nur weil ich Neustarten gedrückt hatte, ich die auch Neustarten! Ah, 122.000 ist ja fast so viel wie das erste Mal. Toll, toll. Applaus, Applaus, ey. Jode, ey. Ich kann Neustarten, ey. Fucking Neustarten, ey. Ich wundere mich schon, warum ich wieder hinten bin, ey. Natürlich. Du klebst mal natürlich wieder am Arsch. Du kannst mich mal am Arsch, damit du es kapierst nochmal. Grauenhaft. Guck mal, hier habe ich fast 100 Meter drauf gehabt. Der ist ziemlich nah dran. Ah, grauenhaft, grauenhaft, grauenhaft. Fuck it. Toll, jetzt habe ich sowieso verkackt, ey. Mann, Drecks, fuck, kack, piss, Mist, scheiß, ey. Mann, ey. Ah. Mein Gott, ich fahre auch echt wie der letzte Scheißhorn, ey. Das wäre jetzt gar nicht so problematisch gewesen. Ich habe einfach neu gestartet. Oh, guck mal, ich war so gut. Neu starten, Idiot. Keine Chance, keine Chance. Da muss ich jetzt schon kilometerweit Abstand aufbauen, damit es was wird. Guck mal, 9000 Punkte. Ich glaube, das wird nichts. 6000, 7000. Oh, ich verloren. Guck mal, ich komme nicht mal bis zum Ziel. Warte. Ja, knapp davor. Oh, verkackt.
Fuck! Meine Fresse, ey. Ich mach mindestens immer einen richtig Fuckfehler, ey. Immer. Ich fahr nicht wirklich gut. Fuck, Mann. Du machst sowieso keinen Fehler, weil du ein scheiß Computer bist. Computer macht keine Fehler. Sag, du bist auf der Eisenbahn, bist du. Oh, wieder 90 Meter, ey. 90 Meter entfernt. Ach, halt doch die Fresse. Wahrscheinlich so, oh, ich habe gewonnen, das Spiel stürzt ab. Es wurde nicht gespeichert. Dann rage ich richtig rum, ey. Dann habe ich die ganze Kacke normal fahren. Nicht nur das Rennen, auch die anderen Rennen davor. Ich glaube nicht, dass er zwischendurch abgesperrt hat. Und weil das Spiel ja doch stable läuft, aber ich gehe mal ganz stark aus, dass es an Texturen liegt. No, wieder überhole ich ihn nicht, ey. Das hat mir so viele Punkte gebracht. Wow, 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 wow. Wieder grauenhaft. Kannst eigentlich gleich neu starten. Guck mal, ich hab. Bei Rot zählt er nicht mal hoch. 107.000 Punkte. Kannst du vergessen, ey. Fick dich doch, ey. Ich glaube, die letzte Episode besteht nur aus diesen Scheiß-Fuckrennen, weil das diese Scheiß-Fuckrennen, Scheiß-Fuckrennen dauern, Mann. Aber wenn ich die Scheiße wegschneiden würde, dann wäre das ja ein Scheiß-Highlight-Video. Und ich wollte noch kein Scheiß-Highlight-Video machen, weil ich ein Scheiß-Highlight-Video in der nächsten Episode nicht machen will. Das nächste Scheiß-Let's Play, beziehungsweise ist ja kein Let's Play mehr, das ist dann nur noch Highlight. Das ist doch der Grund, warum ich Highlights machen will, weil ich. Oh, Scheiß hier, Mann, ey. Pissmist, ey. Können wir nur durchdrehen, ey. Irgendwas zerschlagen könnte ich langsam, ey. Deswegen ist meine Tastatur auch schon so hart abgefuckt, weil ich ja schon ein paar Mal raufgeprügelt wieder habe, ey. Wenn er nicht gestorben ist, dann fährt er hier im Canyon noch heute. Warum ist das nicht so wie Dark Souls? Wenn du einmal verlierst, musst du das ganze Spiel von vorne spielen. Oh Gott, da hätte ich das Spiel schon 10 Millionen Mal in die Tonne getreten. Ich glaube, dann müsste ich mir irgendwie Tastaturen in 100er-Pack kaufen. Das würde nicht reichen. Kommt wieder die Dreckskurve. Ja, du sowieso. Ja, ja, genau. Habt ihr gesehen, wie der um die Kurve gefahren ist? Ist klar. Das mache ich ja auch immer mit meiner Scheißkarre. Ich mache einfach in der gleichen Zeit Scheiß-Settings, ey. Wichser, ey. Wow, 120.000. Das ist ja so viel. Wenn wieder irgendwie so knapp vom Ziel wieder. Ich kann das mal nur kommentarlos lassen hier, ey. Könnt ihr sehen, wie ich hier eine Stunde lang kommentarlos durch die Gegend eiere, ey. Da mache ich aber Zeitraffer. Ist das dann auch Highlight? Ne, theoretisch habe ich es dann gezeigt. Wenn noch ein Zeitraffer. Also, ey, Mann. Running in the 90s, it was the place to be. Schön Eurobeat-Musik hin unterlegen. Obwohl, dass der gar kein gedriftet ist. Na wohl, doch, driften tue ich ja hier auch die ganze Zeit. Ja, natürlich. Hier kommst du mal an meinen Arsch hier. An meinen Arsch ran. Ah.
Hätte ich meinen Supra nicht verkaufen sollen. Naja, der wäre, glaube ich, nicht besser gewesen. Wahrscheinlich eher schlechter. Vermutlich. Ah, oh, wieder zu doll abgebremst. Die einzige Kurve, wo ich was aufholen kann. 20.000, 90.000, oh, das kannst du vergessen, das kannst du vergessen. Ich komme nicht mal in die Nähe. 15.000. 9.000. 7.000, 6.000, 5.000. Der klebt immer noch in meinen Arsch. Guck mal, ich komme nicht mal näher. Boah, sogar noch schlechter als sonst. Fick dich, ey. Ja, ich glaube, das dauert noch Ewigkeiten. Ich mache jetzt wirklich Zeit dran, das ist mir scheißegal. Fick dich, ey. Fick dich, fick dich, fick dich! Lol, nach dem ersten Rennen, ey, ist das dumm? Ist das dumm? Kann niemand Zeitraffer? Jeder hat was sagen können. Mann, das ist dumm, ey. Ob ich ihn überholt hab, ey. Der Schlüssel ist im Wagen. Genieße es, solange du kannst. Es gibt immer einen da draußen, der schneller ist als du. Und früher oder später hat er dich. Gewonnen! Danke, dass du Need for Speed Trademark haben gespielt hast. Du hast gerade 5 neue Wagen freigeschaltet. Unter anderem den Audi Le Mans Quattro, also die Kiste, die glaube ich wahrscheinlich gerade besiegt habe. Mach doch einen Quickmess mal eine Probefahrt mit ihnen. Im Spiel gibt es noch viel zu tun. Tun. Alle Prämikarten freischalten, die Herausforderung sie beenden und die Karriere mit einer anderen Wagenklasse fahren. Oder den nächsten Teil Need for Speed Teil spielen. Hahaha. Credits, EA Blackbox, gibt es nicht mehr. Kann ich überspringen? Wirklich? Willst du mich fucking verarschen? Ich kann die nicht überspringen? Wow, lol. Ist das dumm? Okay, das ist richtig dumm. Kommt da noch was? Kommt da noch After Credits? Ich glaube nicht, dass da After Credits kommen. Auch irgendwie komisch, ne? Die ganze Zeit wird gesagt, es gibt ja keine richtige Auflösung. Es ist dann einfach, naja, die Auflösung ist, es war Darius. Du hast Darius besiegt, Ende. Naja, Story war jetzt nicht wirklich so immer die Stärke von Need for Speed, ne?
Naja, wir haben es jetzt mehr oder weniger geschafft. Scheiß auf die paar Rennen, die wir nicht gefahren sind. Beziehungsweise ein Rennen sind wir nicht gefahren. Und eins haben wir uns zurückerobern lassen. Beziehungsweise die haben es dann irgendwie nicht mal zurückerobert. Und ich habe mich ordentlich ja, doof angestellt jetzt am letzten Rennen. Habe ich es ja doch geschafft. Gut, das war Need for Speed Carbon nach 20 Millionen Jahren. Als nächstes kommt Need for Speed Pursuit, glaube ich. Das lebe ich am Arsch. Jetzt hole ich mein fucking Handy raus, weil ich kann ja den Computer gerade nicht benutzen. Und jetzt gucke ich mal, was Rakan danach kam. Aber ich bin der Meinung, das war Dings gewesen. Erst kam Pro Street und ich glaube, nach Pro Street kam Undercover. Need for Speed Reihe. Da muss ich ja am besten hier auf Wikipedia oder irgendwie so gucken. Wer beschreibt das trotzdem am besten her? Oder irgendeine Spieleseite, ne? Spieleseite. Gott. So viele Need for Speed gibt's. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind irgendwo unten. Ja. Most Wanted kam, genau. Pro Street meine ich ja, genau. Tatsächlich, das kam auch ein Jahr hier nach, ne? 2008. Pro Street und dann kam Undercover. 2009. Shift. Nitro. Aber Nitro ist ein Retitel gewesen, also ein reiner Retitel. World. Gibt es auch mittlerweile nicht mehr, nur Privatserver. Hot Pursuit, also das, dieser mehr oder weniger Remake, den es ja schon damals gab, 2011. Shift 2 gab es fast gleichzeitig, also im gleichen Jahr. Wurde auch, glaube ich, von einem ganz anderen entwickelt. Dann kam The One, das war der letzte Blackbox. Und dann kam Most Wanted 2012. An sich auch ganz guter Spiel, aber auch, ja, Story hat das Ding nicht mal. Nicht mal die Autos haben Menschen drin. Also so weniger Story geht nicht. Dann gab es Rivals. Das ist dieser Teil, den ich auch eine bestimmte Zeit irgendwann einfach nicht mehr weiterspielen konnte. No Limits. Ich glaube, das war auch ein spannender Teil gewesen. Dann gab es Need for Speed, genau, das ist 2015 gewesen. Der so ein bisschen auf die Underground-Schiene fuhr. Den bin ich ja. Habe ich den als Let's Play gemacht? Doch, den habe ich als Let's Play gemacht, ne? Habe ich den als Let's Play gemacht? Ich glaube, ja. Oder habe ich den als Longplay gemacht? Ich weiß es nicht. Als was ich den gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich ihn gespielt, aber ich weiß nicht, als Let's Play oder Longplay. Heißt, hier steht so, aber nur das Need for Speed Computerspiel. Dumm. Payback habe ich komplett verpasst, komischerweise. Also der ist irgendwie komplett unter mein Radar weggeflogen. Und Need for Speed Heat habe ich ja auch gespielt. Hab ich auch Let's Play, ne? Ja, ich glaube, da habe ich einen Let's Play rausgemacht. Stimmt, das war noch mit meiner alten Gurke, die sich ziemlich schlecht angestellt hat, das Spiel zu spielen und gleichzeitig aufzunehmen. Ja. Und Need for Speed Hot YouTube Remastered. Guck mal, das ist ja schon unaktuell, dass das neue Need for Speed gar nicht drin anbaut. Teil der Serie. Steht das hier schon drin? Warte, muss ja eigentlich. Steht hier. Tatsächlich, das steht hier nicht drin. Ah ja, und es gibt da einen Film. Need for Speed. Mit sogar hier dem. Den Schauspieler hier aus. Big Bang Theory. Nee, von Breaking Bad. Der Jesse spielt, aber ich weiß gar nicht, wie der heißt. John Paul? Ist der John Paul? Ich glaube ja. Na egal, so wissen wir Bescheid. Es ist definitiv Need for Speed Pro Street, was wir als nächstes spielen. Und dann muss ich mir den Kram erstmal zurecht modden. Also das Hauptspiel erstmal herbekommen oder beziehungsweise von meiner CD installieren. Und dann ja, den 16:9 Patch installieren und eben alle Mods und so weiter, damit das Spiel auf dem heutigen Stand der Technik ist und ja, dann auch so ein bisschen besser aussieht. Ne? Ich sag ja Vanilla plus eben hochauflösender so ungefähr. Mal gucken, was dafür gibt. Ich glaube gar nicht mal tatsächlich so viel. Im Gegensatz zu den Need for Speeds, die ich hier schon gespielt habe. Aber es wird wohl reichen, um das zu spielen. Ja, okay, da schicke ich einfach nur zurück. Gut. Dann sage ich, Leute, lebt wohl. Ja, und auch lebt wohl zum Format Let's Play bei Need for Speed, weil, wie gesagt, die nächsten Teile werde ich jetzt nur als Highlight machen. Also die ersten Episoden oder beziehungsweise Episode wird dann mehr oder weniger ein Let's Play fast sein, weil ja eben viel passiert. Also da werde ich wenig rausschneiden. Und dann wird es natürlich ja immer weniger, ist ja klar. Aber ich glaube, jedes Highlight-Video ist fast so aufgebaut. Und genau, bei Trackman the Sunrise bleibt das Format so, wie es ist, bis ich wirklich irgendwann keinen Bock mehr auf Trackman the Sunrise habe. Aber noch ist das nicht der Fall, also das bleibt doch alles so, wie es ist. Gut, Leute, lebt wohl!